Tornupto mit Donnerschlag werde ich heute verwenden. Ich habe hier noch 100er. Und für bessere PvP-V wollte ich noch vielleicht einen Feuerriegel Community Day Classic abwarten. Neue Attacke. Eigentlich hatte ich den Plan, Moment, Hyperliga. Vielleicht mal wieder ein Hyperliga-Video. Aber dann ist mir eingefallen, Moment mal. Ich schlage wieder zwei Fliegen mit einer Klappe und verwende das vorher in der Superliga und danach in der Hyperliga. Man kann auch Dunkelklaue verwenden. Damit ist man auf jeden Fall ein kleines bisschen flexibler mit Abfangen und solche Geschichten. Doch hier möchte ich Einäschern mal ausprobieren. Tornupto hatte ich noch nie in der Go-Kampfliga, glaube ich wirklich, komplett noch nie verwendet. Schauen wir uns die Sache mal an. Im Sommercup Tornupto Doppel Wasser. Tentoxa fand ich irgendwie cool und mal schauen, ob dieses Team funktionieren kann. Donnerschlag ist hier die neue Attacke in der Season. Na und? Irgendwann stand ich auf dem Schlauch und ich habe so gesagt, ah, Moment mal, da muss man ja auf den Community Day warten. Nein, das ist ja keine Community Day Attacke, sondern Loe-Kanonade. Willi, Dankeschön. Da bin ich gerade echt froh. Der Fehler, den gibt es ja eigentlich gar nicht mehr. Ihr seht ihn immer nur in den Videos, aber den gibt es gar nicht mehr. Stimmt. Willi vernichtet mich. Egal, ich bleib bei dem Team. Irgendwie, oh, was sind das für Pokémon? Ich habe die Schwächen, dachte ich mir, echt gut aufgeteilt. Elektro. Die Elektro-Pokémon im Sommercup sind Käfer. Die kann man mit Feuer auch gut runterfarmen. Und dann einfach Willi, ein kompletter Corebreaker. Aber perfekt. So, genau. Diese Pokémon nämlich, die müssen wir hier mit Feuer runterfarmen. Na und ich bin ins richtige Pokémon reingegangen. Sehr gut. Denn hier muss ich hoffentlich keine Attacke schilden. Ja, mit einer schon angenommen, ich hätte Dunkelklaue und schneller reagiert, wäre ich viel schneller drüben gewesen. Da wäre vielleicht Blubber nicht mal angekommen. Aber egal. Das sind eben die Vor- und Nachteile, die man hier hat. Und ich glaube, da kann ich mir wirklich komplette Energie gönnen. Einmal mache ich Siedewasser und bekomme sogar die Abschwächung und farm dann komplett runter. Ja genau, also Dunkelklaue wirklich auch. Einäschern oder Dunkelklaue. Und Donnerschlag hat man schon nach zweimal Einäschern, glaube ich, jedes Mal. Das ist schon wild. Das ist schon wirklich. Ich meine, okay, nach 5 Sofortattacken hat, na sag schon, Sumpex auch direkt Ladeattacke, danach nach 4. Also so wild ist das hier auch wieder nicht. Aber ich hätte vielleicht sogar noch ein bisschen weniger KP hier haben sollen. Ich habe nicht bedacht, dass ich ja hier nun komplett runtergefarmt werde. Aber immerhin schon mal gute Vorarbeit. Und ich pfeffere die Einäschern rein. So. So. Ich befürchte, ich muss nochmal schilden. Mach nicht Kreuzschere, das wäre frech. Das war Kreuzschere. Dann lassen wir noch eine Kreuzschere durch, oder? Jo, okay, vielleicht kennt er die Typen nicht. Oder da war noch keine Energie dafür. Hilfe! Landhuren. Und wir haben einen Donnerschlag. Einen hebe ich mir, glaube ich, auf, weil ich gewinne bestimmt im Gleichstand. Ich bleibe hier nicht drin. Landhuren ist schon nervig. Das ist richtig nervig. Immerhin mit Aquaknarre, aber Landhuren macht schon kleines bisschen Probleme irgendwie. Und Moment mal, ich habe mir das gar nicht angesehen vom Gefühl her. Wenn man nur noch eine Attacke schafft. Oh, ich habe ja einen Schild. Ich glaube, ich schilde hier, schaffe noch eine Aquahobitze und schilde dann und Donnerschlag schaffe ich sowieso. Genau, vom Gefühl ist es wieder so wie bei Glurak, wo man, auch wenn Loe-Kanonade nicht sehr effektiv ist, auf die Loe-Kanonade gehen sollte, wenn man nur noch eine Attacke schafft oder machen möchte. Boah, brutal. Okay. Das war brutal. Weil Donnerschlag benötigt weniger Energie. Wir sind nicht vom Typ Elektro. Glurak ist nicht vom Typ Drache. So kann man das schon ein bisschen verstehen. Genau, also wenn man eine Attacke nur noch schafft, ohne nachzusehen, bin ich mir relativ sicher, sollte man auf Loe-Kanonade gehen.
auch wenn das eine nicht so effektiv ist und das andere neutral etwa. Okay, das ist schon mal gut. Sogar sehr gut. Und das mal nicht. Aber, okay, ich befürchte, wenn ich die erste nicht schilde, kann er sich vielleicht den Switch holen. Aber Tentoxa kommt auch nicht so schlecht gegen Geschichten an. Weil meine Verteidigung sinkt und ja, die eine Schan, die tun nun schon sehr weh, wie man gesehen hat. Ja genau, ich befürchte, nun kann er sich den Switch holen. Klare Nummer. Den Switch habe ich nun verloren. Das ist ärgerlich. Wenn man direkt nicht schildert. Na gut. Hier saugen wir vielleicht mal die Giftattacke ab, vor allem wenn blind gedrückt wurde. Bitte? Okay. Das hätte ich nicht gedacht. Jetzt kommt noch eine Attacke an. Das ist aber nur der Giftzahn. Eieiei, wie nervig ist denn am Vierer? Ich hätte wirklich schilden müssen. Ich hätte direkt und sofort schilden müssen. Und noch ein Landturn mit Funkensprung. Funkensprung ist immerhin nicht so schlecht. Ich meine, ich sehe keine große Chance mehr. Nun vielleicht doch, weil die Attacke durchgelassen wurde. Na, weiß ich nicht. So. Hilfe, liebe Leute von heute. Ich will nur schauen, dass er hier ausholt. Nicht, dass er noch abfängt. Elektro bei... Na, sag schon. Drüben. Pflanze, nicht so nett. Nein, ich sagte doch nicht abfangen. Ich sagte doch nicht abfangen. Okay, Moment mal, aber wir haben einen anderen Plan. Wie viel KP hat Landhuhn noch? Ich sagte doch nicht abfangen. Das wollte ich genau vermeiden. Ah, ich sagte nicht abfangen. Na gut. Kann Landhuhn von einem Donnerschlag besiegt werden? Das ist die Frage aller Fragen. Die wir uns... Oder habe ich Loe-Kanonade auch? Habe ich Loe-Kanonade? Wenn ich links drücke, kommt eine schon. Nein, ich habe... Boah, okay. Ich dachte, ich habe links gedrückt. So, gut abgefangen, muss man sagen. Nein. Seht ihr, und das ist eben eine sehr schwache Attacke. Ja, das war ärgerlich. Das hätte ich auf jeden Fall gewinnen können, sollen und müssen. Sagen wir Dunkelklaue, da wäre vielleicht noch die ein oder andere angekommen. Dieses komplette eine schon eben nicht. Also kann man schon so oder so machen, aber ich will definitiv ein bisschen den Feuerschaden. Wie konnte sich Amphira den Switch gegen Impergator holen? Mit nicht sehr effektivem eine schon runtergefarmt. Ärgerlich. Aber ich hätte zuerst direkt in den Schildrückstand gehen müssen. Das ist nicht gut. Das ist fatal. Sogar sehr. Sehr schlimm ist das hier. Holen wir uns ein kleines bisschen Energie und hauen dann mal ab. Das finden wir gut. Tropius finden wir sogar sehr gut. Vor allem mit der Flugattacke. Eisstrahl gegen beide Typen effektiv. Schilde oder Schilde nicht. Egal. Und dann wird runtergefarmt mit Tornupto. Okay. Schild kommt. Ich werde, glaube ich, nicht schilden. Da hätte ich, wenn, dann ködern müssen. Obwohl. Boah, ja, holla die Waldfee. Das sieht schon mal sehr gut aus. Aber Dummiesel hat Energie. Und Dummiesel hat... Das war hingegen... Alter Schwede. Sind wir hier im Landturn-Cup? Aber komplett im Landturn-Cup angekommen. Und ich bin sehr schwach gegen Landturn. Ich bin nicht schwach gegen Elektro, ich bin nicht schwach gegen Wasser, aber ich bin schwach gegen Landturn. Landturn wurde schwächer. Hallo? Hat euch das noch niemand verraten? Landturn wurde schwächer, bitte nicht mehr verwenden. Ja, ich habe keine Ahnung, wie es hier weitergeht. Na, gar keine Ahnung, wie wir hier weitermachen. Dann gehen wir komplett in Tornupto rein. Hier sind ja auch die Schlagbohrer effektiv. Eieiei. Nein, Team schlecht. Leute, nehmt nicht immer die Teams, die ich verwende. Team definitiv schlecht. Oh, das wäre was, mein Schild wäre, aber ich habe keine Ahnung.
Team sehr schlecht, wenn man andauernd gegen Landtouren kämpft. Aber Tornupto bockt schon, muss ich sagen. Na, Köder wäre fatal. Ich meine, ich bin nicht Krypto. Köder wäre schon fatal. Ich gehe auf Loe Kanonade. Hier gutes Timing, immer wenn man ein eine schon macht, dann passt das ideal. Na und, schade. Schokolade. Aber von ihm, nicht böse gemeint, schlechtes Timing. Sogar sehr. Da kann man immer noch eine Sofortattacke machen. Es gibt mittlerweile nur noch selten Fast Move Denial. Nur die krassen Leute haben das. Und folglich, wenn man eine Attacke durchbekommt. Okay, aber wir haben hier noch Probleme. Okay, aber Donnerschlag direkt erreicht. Sollte das reichen, dann schon heftig deftig. Und jawohl, perfekt. Tornupto. Ich hätte auch Krypto-Varianten davon noch am Start, die ich nicht vorbereitet habe. Nicht mit top, top, top PvP-V, aber so geht schon halbwegs in Ordnung. Vielleicht baue ich da nun welche. Aber ja, naja, in der offenen Superliga, wenn Panzeron fleißig da sind, oder? Gegen die, unter anderem gegen Quappo. Na, obwohl, Moment mal, wartet. Ich meine, sofortattackenmäßig, aber ich könnte hier ein bisschen vorbereiten. Ja, die Konter tun schon weh, war vielleicht doch Quatsch. Aber wir können hier mal diesen machen. Abfangen, leider unmöglich. Mit Einäschern. Und dann, okay. Okay. Das geht klar. Wunderbar. Und der Gegner ist auf jeden Fall in Gefahr. Das geht sogar sehr klar. Da bin ich mit Donnerschlag perfekt am Start. So. Dann wässern wir dich mal ein, ordentlich. Ich glaube, ich erreiche sogar noch eine vor ihm, oder? Denke ich mal. Genau, ich hoffe, du triffst nicht auf Landtouren oder so. Drücke ich dir die Daumen. Aber ich bin auch schwach gegen Landtouren. Das habe ich nicht so bedacht. Ja, Tentoxa war schon mal stabil. Eine nicht sehr effektive Attacke schilde ich hier natürlich nicht. Auf keinen Fall. Siedewasser, schade, Eissturm wäre, glaube ich, cooler gewesen. Nein, 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 bitte nicht. Bitte nicht. Ich sagte bitte nicht. Okay, 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 okay. Ich glaube, wir saugen mit Impergato die Energie ab, oder? Dass ich nicht schilden muss, aber wir haben bald keine Kapf. Ich weiß nicht, ich weiß es nicht. Okay, hat der da Lag oder was war da los? Ah, er hatte ein Feuer-Pokémon hinten drin und wollte deshalb aufgeben. Gut. Tornupto, Donnerschlag gegen Quappo. Kann man überlegen, vielleicht mit der Krypto-Variante muss der Gegner auf jeden Fall schilden. Dann bekommt man ein Schild, hat die Attacke, bevor Quappo eine Ladeattacke hat und dann kann man abhauen. Weiß ich nicht, ob man das so machen sollte oder einfach direkt abhauen. Na gut, oh, da sehe ich Dinge. Ich bin das bessere Einäschern-Pokémon in diesem Fall. Na und? So, schauen, ob Einäschern ausgeholt wird, kann man locker flockig machen. Danach muss ich aber abhauen, weil ich ABB bin. Definitiv. So, Schild bekommen. Und dann gehen wir mal hier hinüber, wo ich vermutlich nicht schilden werde. Okay, schon wieder das Teil mit Funkensprung. Hätte ich nicht gedacht. Ich meine, wir sind ja nicht in der normalen Superliga, sondern im Sommercup, aber ich dachte eher, die werden weniger und nicht mehr. Aber wenn ich die richtige Attacke schilde, kann ich das hier gewinnen, glaube ich. Aber schilde ich die richtige Attacke? Ja, das tue ich. Wunderbar. Das ist ja wirklich Wunderbärchen. Na, mal schauen. Aber Fiaro hat noch komplette Energie, oder? Mich würde auch interessieren, wie viel macht ein Donnerschlag gegen Fiaro, weil er wurde ja geschildert. Das wäre interessant. Okay, Muntier. Eben Gleichstand, erreichen wir die Attacke. Schade, 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 Schoko, Schokolade, schade, schade, Lade. Okay, das war ungeschmeidig.
sage ich. Drücken wir hier. Ah, oh, okay. Ich sage Nitroladung. Nitroladung sage. Das war keine Nitroladung. Das war leider keine Nitroladung. Überhaupt nicht. Okay, das war nervig. Ein kleines bisschen nervig. Wie viel kann ich noch machen? Vielleicht 5? Oh nein, doch nicht. Boah, dieses Viaro, das hat ja ohne Ende Ladeattacken gerade rausgeballert. Bitte nur, nein, bitte nur Nitroladung sagen, ergibt keinen Sinn, weil... Boah, aber wenn ich dann auch dann back to the back und deinen Count überlebt hätte? So, weil Fliegen benötigt, glaube ich, weniger Energie als Nitroladung. Von daher, ja, das war... Ja, mit den vielen Landtouren, ich glaube, es war in keinem Kampf kein Landtouren drin. Die sind schon nervig, weil Landtouren besiegt ja alle drei von mir. Das habe ich nicht so bedacht. Da wäre vielleicht irgendwo ein Tromborg... Irgendwo müsste man da einen Tromborg oder so reinnehmen, glaube ich. Weiß ich nicht. Aber so eigentlich, wenn es kein Landtouren gäbe, gegen die anderen Elektro-Pokémon hier, nämlich Akub da oder Voltula, da kann man schon was machen. Genau so habe ich das ja eine schon gegen die effektiv. Tromborg, okay. Okay. Tromborg erreicht leider... Boah, das nervt! Wir hatten 6 Kämpfe, 6 Landtouren. Und ich bin schwach gegen Landtouren. Das ist wirklich nicht toll. Schade, ich dachte, ich kann hier irgendwie so abfangen. Alter Schwede, was soll denn das? Oh, wieso viel? Wirklich, es gibt schon einige Pokémon. Wieso immer nur das eine? Das eine oder keine? Bitte nehmt ein anderes Pokémon auch mal. Eieiei, ist das ärgerlich. Ja, gegen Landtouren, wenn das so direkt als Switch reinkommt, habe ich einfach sofort verloren. Aber komplett. Gut. Team bitte nicht nachmachen. Wenn ich ein Team baue, komplett schlecht. Wenn ich dann welche kopiere von irgendwelchen Topspielern, geht es aber richtig heftig deftig ab. Vielleicht können wir... Wenn wir einmal Schilden runterfarmen, mit Tornupto komplett sweepen oder so. Eventuell wäre das so ein Plan. Aber ja, bitte nicht noch 4 weitere Landtouren in diesem Video. Das würde mich sehr, sehr freuen. Wir finden einen Kampf ohne Landtouren. Da bin ich mir sicher. Da bin ich mir wirklich sehr sicher. Okay. 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 Ich meine... Tromborg wie Solflor, der Gegner fürchtet sich auch nicht vor manchen. Aber ich verliere ja, weil Landtouren so nervig war. Na gut. So. Das wäre mal geglückt. Bitte lade komplett auf, sodass ich vernichtet werde. Nicht noch mit Runterfarmen und Geschichten. Okay. So. Und, ja, hätte dann vielleicht schon gereicht, aber wie auch immer. Dass wir das noch gewinnen? Mit 0 Schilden? Hätte ich nicht erwartet. Aber Tromborg Bisaflor ist auch schon sehr wild. Das ist zum Beispiel, sowas fällt mir immerhin auf. Weil da verliert man einfach direkt gegen den Feuertypen. Beispielsweise. Ich verliere nicht gegen Typ Wasser. Und ich verliere nicht gegen Typ Elektro. Aber ich verliere gegen Landtouren. So, gegen dieses eine Pokémon. Und kann man damit rechnen, dass man in 6 von 6 Kämpfen einen Landtouren hat? Ja, genau. So ist es eben. Oh, Bibor. Das ist schön. Ich meine, Bibor hat Schlagbohrer, aber... Ich habe hier schöne Einäschern-Attacken auf jeden Fall. Die gehen schon gut ab. Und ich glaube, ich schilde hier, weil ich will dann nicht wieder die Führung verlieren. Also den Switch verlieren. Die Attacken gehen hier schon gut ab. Ja, also. Sowas. Tromborg vorne, Bisaflor hinten. Da kann man dann sogar, wenn der Gegner ein Landtouren hat, was gegen alle drei meiner Pokémon gewinnt, kann man da auch noch was machen dementsprechend. Ja, eine schlucke ich mal runter. Auf 0 Schilde will ich gerade nicht gehen. Eine Attacke müssen wir mal wegstecken. Leider...
Tut mir sehr leid. Und... Ah, nö. Die dritte hat man dann bei 4. Ach, ärgerlich. Leute, irgendwo schreibt mir hier bitte die Energie drauf. Irgendwo muss ich die Energie sehen. Das ist doch unfair. Ich spiele immer blind. Ich habe keinen Plan von der Energie. Wirklich gar keinen. So, aus Verdacht einfach mal auf Eisstrahl. Keine Ahnung, was reinkam. Bibor kam rein. Gut. Und mit gut meine ich eigentlich eher schlecht. Aber hier kann ich runterfarmen. Okay. So, das war... Ich dachte, Krebit kommt rein, weil es gleich einen Brandsand hat. Ich habe Donnerschlag und das, was mache ich denn? Moment, erreiche ich die noch vor dir? Okay. Oh, Donnerschlag hätte weniger Energie benötigt und in dem Fall mehr Schaden, weil wenn das eine effektiv ist und das andere nicht so effektiv, dann natürlich. Aber ich glaube, ich kann noch gewinnen, auch wenn... Oh, aber nicht, wenn er runterfarmt. Vielleicht nicht, wenn er runterfarmt. Und weil ich so nett bin, gönne ich dir nochmal einen Farm. Was? Hätte ich Dingenskirchen reingeholt, hätte er bestimmt blind gedrückt. Bin ich mir sicher. Es ist immer so, wie man es macht, ist es falsch. Okay. Okay, okay. Wer wird die Attacke erreichen? Oh, das hat ja noch wirklich viele KP. Da reicht ja einmal Siedewasser gar nicht. Das habe ich... Der Donnerschlag wäre wichtig gewesen. Der Donnerschlag in Azumarill nicht. Loe Kanonade. Das wäre schon... Ja, das ist, glaube ich, Zeitverschwendung. Meine Giftattacken verursachen keinen Schaden. Das war nicht gut, was ich hier so gemacht habe. Was war nochmal in der Führung? Boah, aber schon echt knapp geworden. Das war schon echt knapp. Wenn ich Brandsand und nicht Feuerschlag geschildert hätte bei Impergator, hätte das schon gut weiter geholfen. Krebit war komplett heftig. Best Buddy. Azumarill war auch Best Buddy. Und was war das dritte? Bibor, genau. Bibor. So hart eigentlich die Führung gewonnen und dann nicht viel damit machen können. Eieiei. Aber, hey, das war mal ein Kampf ohne Landhuren. Holt die, keine Ahnung was raus, die Party. Irgendwas wollte ich sagen, aber mir fällt kein Wort ein. Holt irgendwas raus. Krebit schon wieder. Hört mir auf damit. Krebit ist wirklich nicht cool. Weil Krebit hat Attacken vor mir. Das ist wirklich ungeschmeidig. Krebit hat Brandsand vor mir. Und Brandsand tut schon weh. Wir schilden hier. So, und ich darf sowieso nicht drin bleiben in Führungen. Boah, seht euch die Konter an. Er hat die Abschwächung bekommen. Leider. Krebit, mein schlimmster Albtraum hier gerade. Ne, komplett. Und Krebit gewinnt auch gut gegen die Funkensprung-Dingenskirchen. Ja, durch die Verteidigungssenkung überlebe ich nun nicht mal eine Ladetacke. Das ist schon bitter. Üblicherweise geht das ein bisschen besser für Impergator aus. Aber nicht... Okay, mit Eissturm schon. Mit Eissturm hier schon noch. Werden wir einen Schild bekommen? Das ist die Frage aller Fragen, die wir uns hier stellen. Wir bekommen keinen. Okay. Und ich werde einmal mit einäschern, bevor eine Attacke ankommt, oder? Bitte. Bitte, bitte, bitte. Sehr gut. Sehr gut. Nun habe ich schöne Energie. Und mit diesem Energievorsprung und dann noch, wenn ich einmal Brandsand korrekt schilde, können wir vielleicht was machen. Oh, mir fällt gerade auf, ich bin auch vorne schwach gegen Boden und hinten schwach gegen Boden. Okay, vergesst alles, was ich gesagt habe. Ich kann keine Teams bauen. Ich kann wirklich überhaupt keine Teams bauen. Sage ich so, wie es ist. Aber hier gibt es nicht wirklich so starke Bodenattacken oder heftige Boden-Pokémon mit abfangen. Nein, dritten Lehmschuss gesehen. Ich darf keine Teams mehr bauen. Einfach nur noch kopieren. Von... Oh, der... Was? Da war noch ein Schild. Wieso hatte der noch alle Schilde so? Der hatte ja noch komplett jeden Schild der Welt. Da hätte ich vielleicht dann schon einmal einen Köder irgendwann gewagt. Der hat ja weh... Der bekommt ja jede Brandsandabschwächung. Da war sie direkt nochmal. Okay, Team bitte nicht machen. Nicht für den Sommercup und nicht für keinen anderen Cup dieser Welt.
Na, garantiert nicht. Grabbit nimmt mich auseinander. Dunkle Clown von Impergator verursachen keinen Schaden und Brandsand tut wirklich weh. Aber Tornupto macht viel Spaß. Tornupto macht echt viel Spaß, nur die Führungen machen gerade eher weniger Spaß. Ich hole mir hier Energie und haue dann ab. Die Führungen machen gerade... Nun hatten wir einen Kampf Ruhe. Einen Kampf Ruhe vor Landturen. Und nun geht es wieder los und ich locke Landturen raus, was ich aber gar nicht soll. Naja, immerhin macht man hier echt gute Vorarbeit, aber... Wenn der runterfarmt, dann komme ich mit dem Schild nicht... Obwohl, Moment mal, mit dem Schild nicht hinterher, ich habe ja den Donnerschlag. Ich habe ja einen Donnerschlag ready. Wenn die Dunkelklauen noch ein bisschen pfeffern... Okay. Oder ich schilde sogar? Ich weiß es nicht. Boah, wenn ich... Ich glaube, Donnerschlag wird nicht besiegen. Ich mache noch... Vielleicht schildert er ja. Schauen wir mal. Da wäre von einem Krypto bestimmt, aber von einem normalen garantiert nicht. Das wird hier nicht besiegen. Ja, ärgerlich. Ärgerlich. Na gut. Ich muss auf jeden Fall schilden und Alola Knogger hat definitiv schon Knochenkeulen und was auch immer. Wir treffen gerade wirklich... Ja, nun kommt die Rache. Nun kommt wirklich die Rache. Sämtliche Boden-Pokémon treffen wir gerade. Pokémon mit Bodenattacken. Das ist die Rache. Okay, sogar Schattenknochen. Dann überlebe ich nicht mal zwei Sofortattacken noch. Heieiei. Alola Knogger nimmt mich auch auseinander. Das war ein kleines bisschen Schaden, aber nicht sonderlich viel. Okay. Oh nö, mit dem Teil hier. Mit sowas hier. Ich habe Wasser gesehen und dachte mir, okay, der ist vielleicht nicht sehr effektiv gegen mich. Das geht mal klar. Aber nicht mit Konfusion. Die Gegner haben auch Doppelwasser, aber irgendwie die besseren Doppelwasser-Teams. Definitiv. Ja, nein, Team ganz schlecht. Aber Tornupto macht unfassbar viel Spaß. Kann ich euch gar nicht sagen, wie viel Spaß es macht. Das ist wirklich cool und ich spüre schon, wie die Krypto-Variante bestimmt auch genial wäre. Ich meine, okay, in dem Fall hätte ich Schattenknochen nicht überlebt. Beispielsweise hat schon sofort Nachteile. Auf der anderen Seite hätte Landturn dann Donnerschlag nicht überlebt. Und dann wäre es gar nicht so weit gekommen. Na genau. Gegen Fiaro mal wieder cool. Gegen Fiaro gewinnen alle drei meiner Pokémon. Und dann muss ich Landturn rauslocken. So. Das machen wir hier wieder. Bekommen hoffentlich einen Schild. Und dann vermutlich in Tentoxa. Okay, wir bekommen doch kein Schild. Finde ich schade. Das finde ich schade, dass ich hier keinen Schild bekomme. Aber Nitro-Ladung hier auch nicht sehr effektiv. Und genau, das war eigentlich der Plan von dem Team. Das war der Plan. Ich locke Akkub raus. Dieses Elektro-Pokémon habe ich in den vorherigen Sommercup-Videos tausendfach gesehen. Und mit Tornupto vernichte ich Akkub. Das war so ein bisschen der Plan. Genau. Und ich habe keine Attacke mehr. So, okay, Kreuzschere. Kann man Kreuzschere Ladungsstoß? Vermutlich, oder? Vermutlich. Vielleicht nochmal Kreuzschere? Ja, okay, echt Glück gehabt. Boah, wenn man einfach ein bisschen die Energie mitzählt, dann könnte man hier viel einfacher spielen. Der hat doch noch Fiaro, oder? Ich glaube, er vermutet irgendein Pokémon hinten drin, welches ich aber nicht habe. Irgendwas vermutet er auf jeden Fall. Glaube ich. Aber so einer bin ich nicht. Okay. Und ich glaube, einmal eine schon mache ich noch. Und nun wird runtergefarmt. Ja, da waren die eine schon stabil. Sogar sehr stabil. Ich gebe nicht mehr aus. Ich könnte noch ausgeben. Ich habe drüben noch Energie, aber okay. Hat auch einen gesehen. Bisaflor, sehr fein. Bitte mehr davon.
weniger Landtouren, weniger Boden-Pokémon, wenn ich so ein Team spiele. Nein, also Feuerriegel, Community Day, ballert, da muss man, wurde doch, oder? Feuerriegel, Community Day Classic wird stattfinden. Da kann man sich schon welche mit guten IV holen. Leider nicht in, oh, Top TM, leider nicht in Krypto. Das wäre vermutlich noch besser. Und erneut, wenn ihr abgezockt werden wollt, gebt unten einen Premium-Pass aus. Ihr bekommt wirklich die identischen Belohnungen. Ja, die Liebe von Niantic, die merkt man wirklich immer und jeden Tag. Tornupto genial, bedanke mich wie immer fürs Zusehen.